Ja, na toll. Okay, so, erstmal hier wieder das Grabungsteam einteilen. Jetzt geht's weiter, Leute. So, Jack kann natürlich jetzt wieder buddeln. Marvin können wir auch wieder zum Buddeln schicken. So, der Burden kann sich noch ein bisschen ausruhen. Dem geht's noch nicht so gut. Dem Donald ging's auch nicht so gut, ne? Echt, das ist voll fies hier mit den... mit den Komponenten. Ich hatte irgendwo gelesen, das erste sind 3 und das zweite sind 4, aber das kommt ja nicht hin. Vielleicht haben wir Glück und das ist tatsächlich nur... doch nur eine Komponente, die wir hier herstellen müssen, dass sie das geändert haben. Also so viel Glück haben wir, glaube ich, nicht. Vielleicht ist es ja auch genau andersrum. Vielleicht ist die zweite Komponente die mit 3 Teilen dann nochmal. Das wäre natürlich wesentlich einfacher dann. So, ich wollte nachgucken nach Donald. Na, Donald kann nochmal sich ausruhen. So, wir erforschen ein Gegenmittel. Und zwar 20%. Wir wissen, A steht nicht vorne. So, wie können wir denn jetzt die meisten Sachen ausschließen? Indem wir B oder D nach vorne setzen. Ich nehme einfach mal das erste, was ich da habe. B, A, O, D. So. Sarah hilft da natürlich wieder bei. Ja, und dann können wir hier die Zeit weiter voranschreiten lassen. Ich bin sowas von gespannt, ob das was wird. Und ihr seht schon, mit der unsicheren Variante, also mit 20%iger Todeswahrscheinlichkeit, füllt sich der Balken wesentlich schneller. Wir kommen wesentlich schneller ans Ziel dann auch hier. Immer wieder die Teamleistung checken. So, ihr geht auch beide wieder graben. Ihr seid zu 70% ausgeruht. Ihr könnt euch ja richtig ausruhen dann, wenn das Geröll weggeschafft ist. Das Geröll ist echt nicht das Problem, auch wenn es am Anfang nach so viel wirkt. Das Problem ist echt das Heilmittel. Das kann uns richtig reinreißen hier. Aber ich lasse mir Zeit. Ich denke lieber ein bisschen mehr über meine Züge nach und dann dafür haben wir am Ende Erfolg und kommen dann tatsächlich mal weiter. Als dass ich es hier so wie beim letzten Mal mache und einfach mal voller Zuversicht dreimal das falsche Heilmittel zusammenmixe und es dabei aber auch nicht checke, dass es das falsche Heilmittel ist, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass das Falsche das Richtige ist und jedes Mal den gleichen Fehler mache. Und dann geht einfach gar nichts mehr und das muss ja nicht sein. Beim nächsten Mal könnte das Ding hier schon fertig sein. Dann darf Jack gleich wieder als Versuchskaninchen herhalten. Tut mir ja ein bisschen leid, das arme Schwein. Komm schon, Forschung abgeschlossen, jawohl. So, dann können die sich gleich wieder ausruhen hier dann. So, Jack, komm mal her. Lass dir das Gegenmittel injizieren. Und dann legst du dich wieder schlafen. Ich hoffe, das wird was. So, ihr geht ausruhen. Wir müssen jetzt gleich dran denken, dass wir den Akku wieder aufladen. Ich fühle mich gut ausgeruht. So, mach hier mal eine Diagnose. 90 Minuten. Das dauert immer so lange. Ich schließe mal den Strom an. Und wenn er das jetzt erledigt hat, hier den Akku wieder aufgeladen hat, dann wird der Donald, der kann sich jetzt ein bisschen ausruhen, weil der muss dann mal unseren Roboter instand halten. Wir haben noch mehr als genug Zeit für das Geröll. Wir müssen uns da nicht hetzen. Das sind nur noch 199 Kilogramm.
So, dann machen wir wieder eine Runde ausruhen hier, weil denen geht's allen nicht so gut. Wie gesagt, wir brauchen uns da wirklich nicht hetzen. Wir haben noch mehr als genug Zeit für das Buddeln. Da haben wir ganz andere Probleme. Ich würde sagen, die ruhen sich jetzt erstmal alle aus, bis Jack wieder aufwacht. Das ist dann ungefähr die Zeit, wo ich Brandon dann auch vom Stromkreis nehmen würde, damit der repariert werden kann. Ja, ja, ihr fühlt euch gut ausgerutscht. Das freut mich für euch. Jetzt haben wir wieder so ein paar mehr Aktionen. So, Jack steht wieder. Du ruhst dich jetzt mal aus. Du reparierst den Roboter. Kann ich jetzt auf Brandon nicht zugreifen? Das ist natürlich unglücklich. So, und dann müssen wir natürlich sofort das Blut analysieren. Das ist tatsächlich das Wichtigste, was wir jetzt machen können. Ich bin ja mal auf das Ergebnis gespannt. Mal gucken, was wir jetzt alles streichen können von unserer Liste. Erste Komponente reagiert korrekt. Gut, das heißt, ich kann schon mal einen Großteil meiner Dinger hier streichen. Weil B steht am Anfang, das heißt, es sind jetzt nur noch vier mögliche Kombinationen. A steht an zweiter Stelle, dann haben wir es ja schon. Dann ist das ja schon das Richtige. Das muss das Richtige sein. Das ist ja geil. Das ist ja jetzt mal richtig geil. Unglaublich. Wir haben das Heilmittel. Erstaunliche Leistung, Sarah. Wir sind gerettet. Ich fürchte, es wird nichts bringen, wenn wir nicht rechtzeitig aus der Höhle herauskommen. Das Heilmittel wird uns nicht retten, wenn wir nicht außer Reichweite des Medusevirus gelangen. Verstanden. Wir konzentrieren uns jetzt aufs Graben. Wie, das ist jetzt wirklich fertig? So, dann können wir ja jetzt mit einer tödlichen Dosis das richtige Ding herstellen, ne? Ich weiß nicht, ob wir die jetzt alle heilen müssen. Noch hier, ich produziere das einfach mal. Die haben ja eh nichts anderes zu tun. So, das war B, A, O, D. Ja. Halt, wieso Komponentenzahl 5? Nee, 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 nee. Arbeit einstellen. Projekt beenden. Hey? Müssen wir jetzt doch noch ein zweites herstellen? Mit allen fünf Dingern jetzt hier? Ach du Scheiße. Das ist... Mit fünf Komponenten ist natürlich fies. Weil da werden alle gelb sein. Da werden jetzt prinzipiell alle werden gelb sein. Kann man nur auf gut Glück... Ach du Scheiße. Na gut, Doktor, dann... Da frage ich jetzt aber mal nach. Fragen nach Komponenten. Ganz schön kompliziert mit den ganzen Komponenten. Ja, es ist eine komplizierte Wissenschaft. Aber wenn man die Theorie chemischer Berechnungen außen vor lässt, ist es ganz einfach. Die Schwäche des Medusevirus gegen bestimmte Komponenten ist bekannt. Aber wir kennen die Molekularstruktur des Virus noch nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es in seiner Struktur keine Wiederholungen gibt. Beispielsweise wäre Beta, Beta, Beta nicht möglich. Auch nicht Omega, Delta, Delta, verstehen Sie? Ja, ich denke schon. Ändern Sie es. Keine Wiederholung. Eine korrekte Sequenz wäre Alpha, Beta, Lambda. Toll. Der hat mir jetzt gar nicht gesagt, wieso muss ich denn jetzt noch eine... Ach, Mann... Ja, machen wir wieder eine unsichere Ladung. Alpha, Beta, Delta, Lambda, Omega. Oh, ich habe gedacht, wir haben es geschafft. Na, auf jeden Fall kann Jack graben gehen.
Donald ist hier noch am Basteln. Die beiden lassen wir nochmal ausruhen. Na, wir haben die erste Komponente schon mal in tatsächlich Rekordzeit. 2 Versuche ist fast das Optimum. Das Optimale wäre natürlich gleich im ersten Versuch das Richtige, aber die Chancen stehen verdammt gering. Dass das überhaupt so gut geklappt hat, überrascht mich schon. Ach, Donald, wie lange brauchst du noch für den Roboter da? Ich will den Status meines Teams wieder überprüfen können. Ist immer noch am Basteln. Es wird natürlich gefährlich, wenn uns jetzt hier der Akku ausgeht, ne? Vielleicht können wir ja mit ihm reden und Info kriegen, wie lange das noch dauert hier. Achso. Ne, bringt gar nicht das Reden. Diese scheiß Komponentensucherei, das nervt total. So, die Forschung ist wieder abgeschlossen. Der gleich das nächste verabreicht hier. Und du sieh mal zu, dass der Roboter da fertig wird. Du gehst mal graben jetzt, so. Donald hat fast keine Energie mehr. Dafür ist Brandon wieder auf 99%. Donald geht sich ausruhen. So wird ein Schuh draus. Der Roboter geht noch eine Stunde graben, dann kann er das Akku wieder aufladen. Achso, wie war denn jetzt der Status der anderen? Habe ich wieder nicht drauf geachtet. Nicht, dass wir die anderen noch brauchen. Aber hier kommt, ihr könnt nochmal mitgraben. Und dann wollen wir hoffen, dass wir jetzt möglichst schnell die zweite Komponente für dieses dämliche Heilmittel hier finden. Leute, ihr könnt euch wieder ausruhen. Ihr habt ja sonst eh nichts zu tun. Und jetzt dürfte zumindest das Geröll schon mal weggeräumt sein. Jawohl. Himmel, Herr Götter, wir haben es geschafft. Nichts wie raus hier. Ach, jetzt auf einmal dann doch. Na gut. Lass es. Wieso konnte ich denn da noch eine zweite Komponente herstellen, wenn ich jetzt... Na, ist egal. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Und sogar jetzt quasi im ersten Anlauf. Und tatsächlich auch relativ souverän, ne? Also wir sind da ja... wir sind da wie die absoluten Superchecker sind wir da durchgekommen. Und zack. Ist das der Schamane hier? Das ist der Schamane, ne? Der Schamane und Liam und noch irgendwer. Gott, das ist so lange her. Ich erinnere mich nur noch an Teile der Story. Unsere Mission ist, das Team zu schützen, nicht zu kämpfen. Freut mich, dich wiederzusehen, Sergeant. Die Stimmen stimmen bestimmt nicht mehr überein. Stimmen stimmen bestimmt. Auch ein schöner... Ist egal, jetzt wir machen weiter. Was tust du, Liam? Ist das deine verdrehte Vorstellung von Rache? Wenn's das ist, was du willst, ginge es schneller, wenn du mich exekutierst. Diese Leute haben nichts mit Xenolifer zu tun. Ja, das fändest du gut, stimmt's? Sorry, aber mir geht es nicht um Rache. Was ich will, ist das Heilmittel gegen das Medusevirus. Warum ich zugelassen habe, dass dein Team mit dem Virus isoliert ist? Hab's halt drauf ankommen lassen. Ich habe mein eigenes Forschungsteam, weißt du? Aber solchen Umständen könnte ich es nie aussetzen, wenn du weißt, was ich meine. Wie dem auch sei, Ende gut, alles gut, nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass du so eine linke Bazille bist, Liam. Fühlt sich jetzt doch nicht so gut an, auf der anderen Seite zu stehen, was? Keiner hat Xenolifer gern zum Feind. Aber ihr habt's euch ja so ausgesucht. Viel Spaß bei der Verteidigung von Unterdrückung und Sklaverei. Wir müssen jetzt weg. Und wir dürfen nicht riskieren, dass ihr uns folgt oder die Konstellare Föderation alarmiert, also... Leb wohl, Abraham.
Was machst du denn? Wenn du uns hier lässt, werden wir sterben. Bitte. Du weißt, dass ich kein Mörder bin. Es ist nur, wenn ihr von diesem Planeten wegkommt, würdet ihr meine Pläne gefährden. Der Soundtrack ist übrigens genial gerade. Also ich finde das richtig klasse und stimmungsvoll. Keine Sorge. Ich bin sicher, ihr überlebt irgendwie. Vielleicht gefällt euch euer Ruhestand hier am Ende sogar, wenn ihr es zulasst. Gods have been watching. Schafft Kapitel 3 auf Schwierigkeit leicht. Wie so leicht? Haben wir auf leicht gespielt? War es deshalb so leicht? Halt alle am Leben. Entdeckt das Heilmittel in weniger als 20 Stunden. Yay. Haben wir auf leicht gespielt? Habe ich das damals mal so eingestellt? Ich habe den Einstellungen, habe ich jetzt gerade nichts verändert. Am häufigsten produziert Gegenmittel. Was? Achso, ja, stimmt. Häufigste Risikostufe unsicher. Haben 36,5%. Ja, haben sogar die meisten gemacht. Das, du hast niemanden geopfert. Die meisten haben den Hund geopfert. Oh, ihr Schweine. Du hast es in 12 Stunden geschafft. Der Durchschnitt liegt bei 21,4 Stunden. Der Rekord liegt bei 6 Stunden. Hat einer jede Menge Glück gehabt. Jack bekam mehr Spritzen als die anderen. Gut, die meisten haben es Donald gegeben, weil er halt die höchste Körpermasse hatte, ne? Ja, aber insgesamt haben wir uns doch da jetzt sehr souverän geschlagen. Wieso stand das auf leicht? Ich meine, stört mich jetzt nicht weiter. Lieber das jetzt auf leicht schaffen und dafür weiterkommen, als dass wir ständig scheitern. Es ist auch so schon herausfordernd genug, finde ich. Also da hätte ich jetzt nicht wirklich ein Problem mit, wenn wir das auf leicht durchspielen. Ich starte mal das nächste Kapitel. Gods will be watching. Ah ja. Gut, das ist... Es gab ja damals eine Demo zu dem Spiel oder so ein Early Access oder ich weiß nicht mehr, was das war. Und das war ja, das lief auch unter Gods Will Be Watching und das war jetzt dieses Kapitel hier. Das ist tatsächlich das eine Kapitel des Spiels, mit dem ich vorher schon Kontakt hatte. Ich hatte es selber nicht gespielt, aber ich habe da schon mal ein Testvideo zugesehen. Das heißt, ich weiß, was uns jetzt hier erwarten wird. Verflucht, sagt der Jack. Verflucht! Verfluchte Xenolifer. Sie sollen verflucht sein. Du hättest mich ihn umbringen lassen sollen, Burden. Liams Tod bringt uns nichts. Wir brauchen was Besseres als Rache. Bringt uns nichts? Verdammt, ich glaube, es ging uns allen besser, wenn dieser Bastard tot wäre. Da hat der Mann nicht Unrecht, Burden. Stimmt. Ich habe geschworen, jedes Leben zu retten, aber im Moment fielen mir ein paar tolle Verwendungsmöglichkeiten für Liams Leiche ein. Na gut, Leute. Wenn euch die Wut am Leben erhält, soll es mir recht sein. Aber überlegen wir lieber, wie wir von diesem Planeten wegkommen. Donald, glauben Sie, Sie kriegen das kaputte Funkgerät wieder hin? Es wird knifflig, aber ich glaube, Brandon und ich schaffen das rechtzeitig. Wenn ich mich recht entsinne, schreiben die Notfallprotokolle vor, dass ein Orbitalkonvoi diese Funkfrequenz alle 14 Monate überprüfen kommt. 14 Monate? Ruhig, Brauner. Meinen Berechnungen nach kommt der Orbitalkonvoi in 23 Tagen in Reichweite. Klingt gut, aber wenn wir das Funkgerät nicht rechtzeitig repariert bekommen, sitzen wir hier ein Jahr fest. Klingt machbar. Wir schaffen das, Leute. Wenn wir nicht vorher verhungern. Oder uns mit dem Medusevirus infizieren. Oder unter dem Druck zusammenbrechen. Oder vorher von wilden Tieren gefressen werden. Das kann ja heiter werden. An die Arbeit. Die Tage auf Sinaikos sind kurz. Und dieser Teil des Planeten bekommt nur etwa 5 Stunden Sonnenlicht ab, bevor es wieder dunkel wird. Wenn ich also die Zeit des Teams gut einteile, kriegen wir 5 Sachen am Tag erledigt. Gespräche verbrauchen viel Zeit, wir sollten uns also auf die Arbeit konzentrieren. Ich halte das für keine so gute Idee.
Sie sollten im Gegenteil Gespräche mit uns als sehr wichtig einstufen. Wir sind wegen Sinolifers Angriff ohnehin schon mit den Nerven am Ende. Manche Militärvorgehensweisen funktionieren daher hier nicht, Sergeant. Okay. Ich achte auf Ihre empfindliche Stimmung. Aber trotzdem sind die Tage immer noch kurz. Denken Sie immer dran. Sie können nur 5 Aufgaben pro Tag erledigen. Verschwenden wir keine Zeit mehr, Team. Lasst uns überleben. Jawohl, lasst uns überleben und wir werden das nächste Mal mal gucken, wie wir das anstellen und was uns hier erwartet und was wir mit den einzelnen Leuten hier dann auch noch machen können. Ich werde die Aufnahme jetzt hier beenden. Das war's dann auch für heute mit Gods Will Be Watching. Ich muss mal gucken, wie ich das zeitlich schaffe, ob dann jetzt hier dann... Also heute kamen ja mehrere Folgen, weil diese Aufnahme, die haue ich heute, also Sonntag, Ostersonntag hier komplett raus. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das jetzt die nächsten Tage mache, ob Gods Will Be Watching dann auch täglich kommt, dass wir da weitermachen. Oder halt spätestens nächsten Sonntag wieder, je nachdem, wie ich das zeitlich hinkriege. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und für eure Unterstützung hier mit dem 3. Szenario. Das 4. Szenario erwartet uns jetzt. Und es wäre ja wohl gelacht, wenn wir das nicht auch irgendwie überstehen würden. Ich bin der Rio, ich klinke mich jetzt aus und das nächste Mal werden wir Sergeant Burden dabei helfen, sein Team lebendig durch diese Scheiße zu manövrieren. Ciao!